Na? Hallo. How's going? Good, good. Gut, hochgekommen im dritten Stock. Ja, gelaufen, okay. Fleißig. Ja, fit, sehr fit. Mhm. Komm, wir gehen gleich durch. Ja. Romina ist heute da. Romina Adriana, sie ist Stylistin. Und so variabel wie ihr Name ist auch eigentlich das, was sie macht, weil sie eine App hat. Und in dieser App kann man sie als Stylistin und ihre Dienste und ihre Expertise praktisch buchen. Und ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und das gemacht. Und sie kommt eben auch zu mir nach Hause und sie kann auch zu jedem anderen nach Hause kommen, wenn man sie über die App bucht. Und schaut mal, was der Kleiderschrank so hergibt und was man da verbessern kann. Ja, ich bin heute bei Jana. Jana ist Influencerin. Ein paar von euch werden sie kennen. Und wir haben uns ein kleines Projekt zusammen überlegt, an dem wir so ein bisschen rumschustern werden heute. Ist ganz spannend, finde ich. Und ja, wir werden mal loslegen. Also viel Schrank. Okay. Are you ready? I'm ready. Tada! Just kidding. Aber hey, hat Potenzial auch mal, wow, deine Dienste in Anspruch zu nehmen, oder? Mann. Okay, Tipp, bei mir sieht es nicht ganz so schlimm aus. Ich zeige dir jetzt, um was wir uns wirklich kümmern. Aber vielleicht, wenn ich happy bin hinterher, dann kümmern wir uns mal darum. Let's go. Okay, als ich reingekommen bin und wir den Schrank angeguckt haben, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte mir einfach so, das ist jetzt nicht ihr Ernst, aber es hat sich ja dann aufgeklärt. Okay, das mit dem Schuhschrank war halt ein Joke, ne? Weil ich wollte sie erstmal in so eine Schocksituation versetzen, damit sie danach, wenn sie meinen Kleiderschrank sieht, nicht ganz so schockiert ist davon. Das mit den Schuhen, ich muss auch sagen, ich muss Jules da auch in Schutz nehmen. Das war sein Schrank mit seinen Schuhen. Und als wir den Schrank damals gekauft haben, bei der Bestellung gab es diese Zwischenbretter, die wir uns eigentlich dafür angeschafft haben, nicht mehr. Und er hat dann auch sich nie darum gekümmert, halt neue zu bestellen. Dementsprechend haben wir das Ergebnis gesehen. Es ist eher ein Schuhfriedhofhaufen als irgendwas anderes. Aber gut, das ist auch cool, weil es auch sportlich. Wenn du ganz unten so ein paar Schuhe liegen hast und du willst das, dann musst du erst alle anderen rausräumen. Dann bist du auch sportlich aktiv. So, ne? Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. So, also jetzt der echte Teil. Sehr gut. Der ist zwar sortierter als das von Jules, aber ich glaube, am Ende haben wir beide das gleiche Problem. Nämlich viel zum Anziehen, aber nichts zum Anziehen. Der Klassiker. Das typische Phänomen. Ich habe auch irgendwie so ein Ding, also ich mag eigentlich bunte Sachen. Dann kaufe ich bunte Sachen. Und dann kann ich es aber nicht zusammen kombinieren so richtig. Also ich sehe ganz oft so Einzelteile, die ich mega cool finde an sich. Aber ich denke da nicht so in Looks, sondern ich kaufe das dann einfach und stelle dann zu Hause fest, ja, wie kombiniere ich das jetzt? Ja. So manche Sachen. Ich habe mich gerade schon gewundert, weil in der App hattest du ja auch angegeben, du bist halt mehr so, ne, die neutralen Farben und jetzt. Ja, also ich. Nicht die erste Schranktür und jetzt ist einfach alles bunt. Ich glaube, okay. Ich habe in der App angegeben, was ich gern wäre. Vielleicht auch so eine Art von. Mhm. Aber ich sehe ganz oft, auch gerade so Insta, man inspiriert sich auch selber. Ich sehe ganz oft selber Sachen, die ich cool finde und wo ich mir denke, oh, so basic, das passt voll gut zu mir. Ich bin nicht so der Typ, der viel Glitzer, viel Zeug irgendwie mag. Und dann kaufe ich manchmal zwischendurch irgendwas, was ein bisschen mehr irgendwie sowas hat. Also es hat ein bisschen Farbe, es hat ein bisschen Knopf und so. Mhm. Und dann ziehe ich es aber am Ende irgendwie doch nicht so richtig an. Ja, das ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Und das zieht sich eigentlich überall durch. Also zum Beispiel Kleider sehen wir jetzt schon. Mhm. Okay, das sind Dirndl, muss man dazu sagen. Aber da ist halt Muster dabei, da ist manchmal nur Schwarz dabei. Ich habe auch oft Sachen, die trage ich dann so oft, dass sie halt kaputt gehen, dann weil ich sie so abgetragen habe. Mhm. Und bin auch eigentlich so ein Typ, der das dann nicht wegschmeißen will, sondern lieber mal zum Schneider bringt oder so. Aber oh, so zum Beispiel, so das habe ich gesehen. Das habe ich, ja, hatte ich auch noch nie an, aber fand ich halt damals geil. Ja, als Jana und ich das erste Mal uns getroffen haben, war irgendwie gleich, also ich habe so eine Synergie zwischen uns beiden gespürt, also das, was sie auf ihren Social-Media-Kanälen verkörpert, egal ob sie ein neues Kochrezept hochlädt, ein neues Get Ready With Me oder letztendlich auch eine neue Podcast-Folge hochlädt, sie inspiriert die Leute damit und genau das möchte ich halt mit meiner App, mit Ra Stylins auch hinbekommen. Und deswegen habe ich mich halt auch so super gefreut, dass wir halt jetzt dieses Projekt zusammen starten, weil ich einfach hoffe, dass wir die Leute in dem Styling-Bereich sozusagen inspirieren können, weiterhelfen, zu Selbstbewusstsein verschaffen können und ja, bin super gespannt, was daraus wird. Genau, also warte mal, vorher hatten wir so ein bisschen Oberteile, Jacken, Blazer, Blusen, Blazer, Blusen und Accessoires. Shirts. Mhm.
paar Gürtel und so, genau, T-Shirts, ja. Da hatten wir Kleider, Schuhe, Hosen. Ja, Hosen und ja. Hier sind noch Mäntel. Ich habe also das, was viele Leute mit Schuhen haben, habe ich mit Mänteln. Ich mag sehr gerne Mäntel und viele Mäntel und Jacken. Und noch Pullis. Genau, alles klar, perfekt. Du hattest ja jetzt schon in der App angegeben, letztendlich relativ viel so zu deiner Person, was dir gefällt, welche Größen du trägst und so weiter. Mhm. Ja, ich habe eine Styling-App, Ra Stylings ist der Name. Und ja, wie kam ich so zu der App? Also letztendlich soll die App dafür stehen, wirklich für Inspiration, Selbstbewusstsein und Kreativität. Ich habe ganz lange als Stylistin bei einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und habe da wirklich über anderthalb Jahre hinweg 1500 Leute wirklich tagtäglich gestylt und habe da wirklich auch so ein bisschen so von den einzelnen Struggles der Leute letztendlich mitbekommen und habe dann überlegt, okay, was könnte man dagegen tun oder was könnte man für Services anbieten, um es den Leuten so ein bisschen leichter zu machen. Ne, selbstbewusst aufzutreten in dem Outfit, das sie tragen. Und habe dann gedacht, hey, warum nicht einfach eine App entwickeln? Und ja, mein damals Freund, heutiger Mann, hat dann gesagt, lass uns das einfach machen, mach einen Plan, schreib was auf, wir gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann ja, ist Ra Stylings daraus entstanden. Das, was ich persönlich an der App mega finde, ist, dass man sie nicht nur buchen kann für beispielsweise diesen Kleiderschrank-Check, den wir machen werden, sondern eben auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gar nicht, dass die Person zu mir nach Hause kommt oder so, ich möchte es erstmal irgendwie digital machen, dann kann man zum Beispiel FaceTime-Calls machen, dass sie dann über FaceTime sieht, was man so im Schrank hat. Man kann sie buchen für gemeinsame Shopping-Trips, dass man sagt, ich möchte eigentlich jemanden haben, der mich begleitet, wenn ich einkaufen bin und so ein bisschen guckt, wie ist mein Kaufverhalten. Man kann buchen, dass sie generell einfach mal den Schrank auf Vordermann bringt oder dass sie für einen eben auch Teile besorgt, wenn man zum Beispiel ein besonderes Event hat, eine Hochzeit oder irgendeinen besonderen Anlass und man sagt, Abschlussfeier, whatever. Ich will jemanden haben, der meinen Typ erkennt und sagt, das könnte gut bei dir aussehen, an dir aussehen, dass sie losgeht und diese Sachen besorgt. Und ja, wir werden eigentlich alles auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich machen. Ja, man kann sich die App entweder im Apple Store oder im Google Play Store runterladen. Sie ist kostenlos. Und was ganz cool ist, man kann sich direkt am Anfang erstmal ein Profil anlegen. Das ist ganz gut für mich, um später auch einfach zu wissen, weil ich natürlich eine 20-Jährige anders stylen würde als eine 60-Jährige. Komplett unterschiedlicher Stil. Man kann da schon einmal angeben, welche Größen man trägt oder natürlich auch, welche Farben man präferiert. Dann kriege ich einfach schon mal einen Überblick und kann mich auf die jeweilige Person individuell auch einstellen. Wenn man möchte, kann man auch ein Foto von sich hochladen. Ist für mich natürlich auch immer super zu sehen, um einfach schon mal so eine Vorstellung zu haben. Was man dann noch als Feature sozusagen hat, ist die Homepage. Da möchte ich wirklich Leute schon inspirieren. Da sind Moodboards hochgeladen, wo man sich selbst inspirieren lassen kann, wo man auch schon mal gucken kann, hey, wie stylt sie jeweilige Outfits in verschiedenen Stilen. Ja, je nachdem, welchen Bedarf der Kunde hat, kann man dann den jeweiligen Service buchen. Ich habe drei verschiedene Services, die ich anbiete, die sozusagen die komplette Styling-Journey abdecken. Und ja, dann kriegt ihr von mir einen Anruf. Was für mich jetzt nochmal ganz cool wäre, zu sehen einfach, wie du ein bestimmtes Teil zum Beispiel selbst so stylst. Dass ich einfach mal sehe, was hast du für einen Stil, worauf kann ich dann später eingehen. Ich würde vorschlagen, ich suche dir jetzt einfach mal was raus. Ich finde es richtig spannend zu sehen, wie du das Teil selbst stylen würdest. Mhm. Und dann können wir es mal so machen, dass ich quasi nochmal den Look mache und wir halt schauen, du kannst die Seite was auch ich daraus machen würde. Ich finde das hier ganz cool. Guck mal. Mhm, ich mag das auch gern. Ja? Ja. Okay. Da will ich gar nicht viel mitmachen. Bitte. Madame! Ja, das ist ja auch so ein Kleid, das trägst du jetzt nicht unbedingt, wenn du so privat einkaufen gehst, aber... Nee, natürlich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau so ein bisschen so vom Stil her habe ich auch, was ich jetzt in deinem Kleiderschrank gesehen habe, dich auch eingeschätzt. Ne? Mhm. Also so ein bisschen klassisch, elegant, meine Mama würde jetzt sagen, lässig. Oma, nein. Ich sag schon, sie hat immer gesagt, dass ich schon als Teenie mir immer Oma-Sachen rausgesucht habe. Und klar, das ist jetzt nicht das, wie so Gen Z irgendwie rumrennt, aber... Nee, total schön, ja. Also mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was du zu meiner Kombination sagst. Ja, okay. Als sie in den Kleiderschrank gegriffen hat und ein Kleid rausgezogen hat, was ich umstylen sollte, bin ich im Kopf so durchgegangen, oh Gott, welches zieht sie jetzt? Und war eigentlich ganz froh, dass sie das ausgewählt hat, weil ich persönlich das richtig gerne mag. Es hat so leichte Schulterpölsterchen und ich wusste in dem Moment auch ganz genau, wie ich das irgendwie umstylen will oder was ich damit machen will. Aber sie hätte halt auch ganz andere Dinger daraus ziehen können, wo ich wahrscheinlich komplett lost gewesen wäre und mich mal blamiert hätte oder so. Aber
die Wahl ist ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen will. Also das wird eine Herausforderung, glaube ich, für sie, das ein bisschen cool zu machen, weil dieses Teil kann man eigentlich nicht cool und modern machen, aber wir werden sehen. Okay, also wir haben jetzt den Pullover. Alter, ich sehe, können wir mal kurz Licht anmachen? Ja, jetzt siehst du auch, was du hier gestylt hast. Jetzt sehe ich dich auch. Unter dem ganzen Schwarz. Also was ich jetzt machen würde, um es so ein bisschen lässiger vom Stil her wirken zu lassen, wir machen nochmal so einen Gürtel drum. So ein bisschen auf Taillenhöhe. Schnallen den erstmal zu. Und dann würde ich den gleich nochmal so ein bisschen hinzuppeln, wie wir das haben wollen. Ne? Also man lässt den jetzt natürlich nicht einfach so da hängen. Das sieht jetzt so ein bisschen nach nichts aus. Sondern wir holen den Pullover hier so ein bisschen hoch. Lassen den da so leicht drüber fallen. Von hier sieht es aus wie Hängebusen. Endlich habe ich mal welche. Siehst du? Ganz ehrlich, am Anfang, als sie mir das angezogen hat, dachte ich mir, was machst du? Also diesen Pulli da so rausgezogen, wirklich, das sah so aus, als würde mir mein Mops, den ich ja gar nicht besitze, so bis zum Bauchnabel hängen. Und dann dieser Gürtel, das hat mich so krass erinnert an Leute vom Mittelaltermarkt, die immer so ihren Hüftgürtel umhaben und dann baumelt dann noch so eine Ledertasche irgendwie dran. Aber dann Haare zu, die Schuhe dazu, die Tasche dazu, dann hat sie den Gürtel auch nochmal so ein bisschen verändert. Das sah so cool aus. Ich hätte das niemals in meinem ganzen Leben so angezogen. Aber es war was komplett anderes als das, was ich gestylt habe. Weil meins war ja wirklich so, ja, klassisch. Und ihr war halt total modern und auf eine Art und Weise so ganz anders und auch ein Stilbruch. Ich mag eigentlich Stilbrüche und ich war voll fasziniert, vor allem wie kacke ich den am Anfang fand und wie gut ich den am Ende fand. Und dann, du hattest es ja eben super klassisch kombiniert mit Heels. Jetzt würde ich das so ein bisschen mit schlichten Boots einfach kombinieren. Mhm. Ja, finde ich cool. Was wir jetzt auch noch machen könnten ist, je nachdem auch wie warm oder kalt es draußen ist, kannst du irgendwie noch eine coole Strumpfhose dazu kombinieren, die so ein bisschen durchsichtig ist, ne, aber trotzdem schwarz oder auch eine mit einem coolen Muster. Ich würde jetzt nicht zu viel machen, weil das Kleid ja halt auch schon diesen floralen, dieses florale Muster hat. Dann Ohrringe. Meine Go-To-Ohrringe sind einfach so ganz schlichte goldene Kreolen. Ich mag die auch so Teile, gerne. Die kann man einfach zu jedem Outfit. Ja, habe ich auch. Kann man einfach zu jedem Outfit tragen und man kann sich einmal ein gutes Paar kaufen und dann ist gut. Wobei ich kann empfehlen, ein paar größere, so wie die, und ein paar kleine zu haben, ist auch nicht schlecht. Finde ich schon mal gut. Mhm. Haare hast du ja eben schon zugemacht, damit man es auch noch mal einfach sieht, wie es mit Zunhaaren ist. Kleine Tasche dazu, you're good. Ich muss selber erstmal angucken, mein Endergebnis. Ja, ich fand es ja mal ganz spannend zu sehen, wenn ich einfach mal random ein Teil aus ihrem Kleiderschrank picke, was Jana damit so anstellt oder wie sie es persönlich kombinieren würde und was ich dann daraus machen würde. Und sie hat es jetzt wirklich vom Stil her genauso gemacht, wie ich es eigentlich gedacht habe, so von dem her, was ich von ihrem Kleiderschrank gesehen habe, nämlich eher elegant klassisch. Und ich habe mir gedacht, ich kombiniere das jetzt einfach mal mit Boots, ein bisschen robuster, cooler, dass es mehr so ein Street-Style-Look ist und einfach mal was ganz anderes, was sie vielleicht sonst nicht unbedingt im Alltag tragen würde. Ja, krass. Dann kannst du entweder, der Pullover ist hinten ein bisschen rausgerutscht. Fällt auf jeden Fall, also was man sieht ist, das wurde von einem Profi gemacht. Es ist deutlich moderner als das, was ich gemacht habe. Und am Anfang dachte ich so, oh, Pullover und Kleid. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt auch cooler als mein Look. Ja, man kann das halt genauso auch mit Teilen machen, wenn man jetzt nicht so ein Kleid hat, wenn man so ein Maxi-Skirt hat oder so. Also ich glaube, das kennt halt heutzutage auch jeder, ne? Dass man von der Gesellschaft so ein bisschen für sein äußeres Erscheinungsbild gejudged wird. Und egal, ob man jetzt irgendwie too skinny, plus size, schwanger, nicht schwanger, new mom, new dad, whatever ist, jeder struggelt da vielleicht auch einfach mal mit und deswegen komme ich halt ins Spiel, weil ich wirklich mit dem, was ich mit der App rüberbringen möchte, einfach Selbstbewusstsein schaffen möchte. Und ich glaube, wenn man da so mit dem richtigen Mindset rangeht und wirklich das halt dann aus dem Innersten sozusagen ausstrahlt, es ist egal, welches Outfit man letztendlich trägt, man kann halt damit einfach selbstbewusst auftreten und cool rüberkommen. Mein Look ist ja eher sowas, was du auch wirklich, wenn es wärmer draußen ist, anziehst. Ne? Da war jetzt auch nichts. Und das ist ja jetzt, wie das Wetter jetzt gerade draußen ist, eher noch ein bisschen kühler und frischer. Genau, so. Das ist natürlich dann ein bisschen cooler. So ein bisschen so ein, man nennt das ja so Transitional Look. Also letztendlich, ne, wenn du noch nicht so ganz genau weißt, warm, kalt, dass du dann einfach ein Kleid hast, was ja eigentlich so für die wärmeren Tage ist, wo du dann irgendwie einen Strickpullover drüber schmeißt und dann passt es halt. Haben wir wieder was gelernt fürs Fashion-Lexikon. Transitional Look. Genau, ein neuer Begriff. Der Transition Look, ne?
Transition, ich kenne das von TikTok, von wegen, wenn man die Hand davor hält und wieder wegnimmt, dann hast du halt die Transition. Aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass das auch in Bezug auf Klamotten so ein Übergangslook. Also der Deutsche sagt Übergangsjacke. Wir haben eine gute alte Übergangsjacke im Schrank. Und sie dann vorhin so mit dem Kleid so, ja, das ist voll der Transition. Ja, alles klar, okay. Haben wir gespeichert. Transitional Look halt. Das sagt man halt so. Was soll ich da groß zu sagen? Auch zum Beispiel die Tasche. Ich weiß nicht, weil ich die da letztes Mal umhatte, ist Ewigkeiten her. Aber mein Problem, was ich halt habe, das habe ich ja auch eingangs schon so ein bisschen gesagt, ist einfach, ich habe super viel. Also ich besitze ja viele Sachen. Yeah. Aber mir fehlt, ich trage immer die gleichen 5 Teile und mir fehlt einfach irgendwie so eine Basis, womit ich dann zum Beispiel auch sowas halt kombiniere. Ne? Also ich glaube, ja, mir fehlen Basics. Ich habe viel fancy Zeug so was Besonderes ist, aber mir fehlt die Basis dazu. Das ist halt so ein Phänomen, glaube ich, was super viele Leute grundsätzlich haben. Ne? Also, dass man auf der einen Seite einfach sagt, das habe ich zum Beispiel auch ganz oft bei mir selbst, dass man so einen bestimmten Stil von Artikel, sage ich mal, hat, den man immer wieder kauft. Also man geht in ein Geschäft und man sieht den und man denkt sich so, oh ja, super, ne? Ja. Mein Teil, das ist bei mir zum Beispiel schwarzer Rollkragenpullover, trage ich halt sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Mänteln. Genau, hab davon 10 Stück im Schrank und dann ist aber so, du guckst irgendwie am Morgen in den Schrank und denkst dir so, was siehst du heute an? Oh, ein schwarzer Rollkragenpullover. Ja, und das ist halt dann so das Problem. Und dann könnte man halt gucken, hey, kann man nicht mal meinetwegen selber Stil, aber unterschiedliche Farben einfach mal einkaufen oder man probiert das doch nochmal aus und kauft mal was ganz anderes. Ja. Und was halt auch noch sehr, sehr oft so ist, man muss halt wirklich schauen, was passiert im Leben, zu welchen Anlässen passt halt das, was ich im Kleiderschrank habe. Na, also letztendlich, wenn du sagst, hey, du gehst 45% deiner Time wirklich ins Büro und brauchst daher ja eher so ein bisschen Business-Casual-Looks zum Beispiel. Du bist 30% deiner Zeit zu Hause, 10% gehst du mal abends irgendwie raus mit Freund, Mann, Freunden, wie auch immer. 5% Gym und 10%, weiß ich nicht, wenn du mit deinen Kids irgendwie draußen bist. Ne? Und letztendlich so sollte auch so ein bisschen dein Kleiderschrank aufgebaut sein. Dass du halt, wenn du dann, weiß ich nicht, Hälfte deiner Sachen für Feieroutfits drin hast, das passt dann halt irgendwo nicht zusammen. Ja. Ne? Weil dann stehst du halt morgens da und denkst dir, oh, für die Arbeit habe ich nichts, da ziehe ich immer nur die gleichen 2 Outfits an. Und, ja, weil man sich dann doch verliebt in das kleine Paillettenkleid oder in das Spitzenblüschen. Das habe ich zum Beispiel genau andersrum. Also ich bin viel auf Events eigentlich, aber ich habe verhältnismäßig viele Basics im Schrank oder halt so besondere Teile, wo mir dann aber die Basics fehlen, um die zu stylen. Genau. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass alle doch ein bisschen cooler angezogen sind als Heine Schüler mit ihrem Rollkragenpullover oder so, weil der Rollkragenpullover ist auch so ein Ding bei mir. Jana hat super viele Sachen in ihrem Kleiderschrank. Ich glaube, es ist trotzdem mal ganz cool, so einen Kleiderschrank-Check oder so einen Kleiderschrank-Clean-Out mit mir zu machen, um da einfach mal gemeinsam drüber zu schauen und nochmal eine andere Meinung dazu zu haben. Basics brauchst du auf jeden Fall, damit wir einfach mal sagen können, hey, du hast irgendwie ein bestimmtes Teil, was du in 5 verschiedenen Outfits kombinieren kannst. So für deine ganzen Alltagslooks und ich habe da eigentlich schon ein paar coole Sachen, glaube ich, im Kopf. Die werde ich dann einfach mal bestellen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja, ich bin gespannt. Ja? Ja. Gut. Sie hat ja gesagt, dass sie jetzt praktisch loslegen wird, Sachen besorgen wird. Ich habe sie ja jetzt gesehen in ihrem Stil und kenne das auch so ein bisschen von Insta, was sie macht. Wir sind schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin ja eher so ein bisschen classy, elegant. Meine Mom hat früher immer gesagt, so der Oma-Look und eher so ein bisschen Retro in vielen Punkten und sie ist halt schon sehr modern. Sie mag auch so boysche Looks, eher Baggy-Sachen. Also ich bin überhaupt nicht so ein Baggy-Fan. Ich hoffe, sie kommt mir dann nicht mit irgendwelchen krassen Sachen, mit viel Tasche, mit ganz weit. Also ich finde Oversize auch mal cool, aber gesetzt. Aber andererseits, man muss auch so ein bisschen Vertrauen mal dem entgegenbringen, weil sonst kann man ja nichts verändern, wenn man die ganze Zeit nur auf seine eigene Meinung und seinen eigenen Stil irgendwie so beharrt. Deswegen, ich lasse mich da absolut überraschen und bin gespannt, was sie daraus macht. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Teile überlegt, die ich für Jana bestellen will. Ich gehe, glaube ich, mal so in Richtung Cargo-Style. Könnte ganz cool an ihr wirken. Ich bin gespannt und ja, wir werden sehen. Gut, die ist auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Die ist zu kurz. Ich geh mal kurz einen Brief Katzen gucken. Zugestellt. Ah, wenn du überlegst, wo deine eigenen Nachbarn wohnen. Oh Gott. Aber gut, wir probieren das mal. Das ist meine Lieblingspose, weil ich keine andere mehr habe. Wenn man dann mal wirklich genauer hinguckt, sieht man halt schon, dass sie so ein bisschen abgeranzt sind. Hey. Ich bin jetzt Valentinstag für die Frauen, Schnieblo-Tag für die Männer. Wie es der Name schon sagt, Schnieblo, Schnitzel, Job.